Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte St. Kalle. Wir spielen diese Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesucher eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. So. Die Ernte läuft hier ja ganz gut. Ja, und im September können wir dann ordentlich was ansehen. Und vielleicht lassen wir das Sonnenblumenfeld dann für irgendwas, was wir im Frühjahr ansehen. Weil das können wir ja auch erst spät ernten. Oh, Mario, du hast den Hof auf der St. Kalle komplett umgebaut. Unter anderem mit meiner Hofproduktion. Na, das freut mich ja. Und den großen Hühnerstall auch. Den sollte ich hier vielleicht auch mal hinbauen. Den großen Hühnerstall. Da können wir ja mal gucken gehen. Ich glaube, es ist ein bisschen eng hier. Weil hier mit dem ist es ja mehr so Hobby mit den Hühnern. Irgendwie gibt es, glaube ich, hier hinten noch ein kleines Grundstück. Mal gucken. So. Ja, das ist aber ganz schön ab vom Schuss. Da müssen wir mal gucken, was das überhaupt ist. Und hier ist ein ordentliches, mittelteures Waldstück. Na, gehen wir hier mal durch den Wald und gucken mal, was da bei Feld 10 ist. Kleine Karte an. So, mittendurch. Aber da ist bestimmt schon irgendwas. Oh, und hier ist auch, ja, sehr hügelig. Oh, Hündchen. Machst du einen Spaziergang? Ja, fein, fein. Genieß das Leben. Jakob, ja, wenn das so einfach wäre, die Hühner einfach frei laufen zu lassen, die haben ja dann trotzdem sozusagen einen unsichtbaren Zaun. Also die haben immer eine begrenzte Fläche und die muss auch eben sein und das sollte auch nichts anderes sein. Das heißt, wenn ich einen Hühnerstall ohne Zaun nehme, was ja geht, es gibt ja solche, dann würden die aber sonst sozusagen in die anderen Gebäude reinlaufen, wenn ich das überlappen lasse und so. Ja, hier ist noch eine Halle. Interessant. Man könnte hier mal gucken. Man könnte auch im Prinzip von diesem Feld, was ja da so einen merkwürdigen Zipfel hat, einfach hier so ein Teil von dem Zipfel abzwacken und könnte hier so eine Hoferweiterung bauen. Aber es ist ein bisschen ab vom Schuss. Ansonsten könnte man hier schon was draus machen. Auf jeden Fall würde es gut für einen Hühnerstall reichen. Und hier die Halle sieht ganz praktisch aus.
Aber auf der anderen Seite scheint mir das doch zu weit weg vom Hof für Hühner. Ich guck erstmal, ob ich hier direkt beim Hof noch was finde. Hallo, LDK, sei gegrüßt. Und hallo, NRWEG. Das wären dann Waldhühner, ja. Ja, da ist auch was dran. Wald würde sich, glaube ich, eher für Schweine eignen. Ah, Mario, du meinst bestimmt den Mod von, nicht von La Coronella, von Erschaber. Der hat die La Coronella gemacht. Ja, den finde ich sehr, sehr cool. Den Mod, wo man praktisch interaktiv Brot und Joghurt und so macht. Aber ich glaube, auf Dauer fände ich das ein bisschen nervig, so um's mal zu machen, wird mir das sehr gut gefallen. Aber ja, auf Dauer wäre es mir, glaube ich, zu viel Einzelarbeit. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas auch mal mache, so in der Art. Und hallo Torsi, sei gegrüßt. Und du nutzt meinen großen Hühnerstall und findest den gelungen. Das freut mich sehr. So, ich schaue jetzt einfach mal, ob wir hier den irgendwie unterbringen könnten. Also Tiere, Hühner. Vielleicht müssten wir dann den Garten etwas reduzieren. Aber man könnte wohl im Prinzip, wenn man den einen Garten opfert, nee, muss man nicht mal. Die Bäume müsste man opfern. Und natürlich diesen kleinen Hühnerstall. Aber der würde hier hinpassen. Wenn ich mal wieder mehr Geld habe. Ich habe ja hier irgendwie mein ganzes Geld verprasst. Hatte ich nicht noch über 20.000. Ah ja, ich habe noch eine Produktion gebaut. Gut. Dafür habe ich es dann verprasst. Aber ich denke mal, das wäre doch hier eine Möglichkeit. Dann würde ich diesen Hühnerstall wegmachen und dieses kleine Häuschen. Und die Birken und mache hier einen größeren Hühnerstall hin. Und ich denke mal, bis morgen, also bis September, müsste auch wieder genügend Geld im Haus sein. Ah, Mario, ja. El Shaba, der macht auch immer tolle abenteuerliche Mods für Konsole. Da ist er ganz groß. Und da ist er mir auch ein Stück weit ein Vorbild, weil der immer so raffinierte Sachen austüftelt, was man alles machen kann und was dann noch konsolentauglich ist. Der hatte im LS19 rausgetüftelt, wie man Tierställe so umfunktionieren kann, dass die wie eine Produktion arbeiten. Und das war natürlich ein echter Durchbruch für die Consoleros. Und Mario, du willst wissen, wann meine Karte in den Mod Hub kommt? Ja, ich weiß natürlich noch nicht, wann sie kommt. Sie ist jetzt aber im Test und hat den ersten PC-Test, da ist sie schon durch. Und jetzt aktuell steht sie auf Testing Completed. Und das heißt, entweder kriege ich sie morgen wieder zurück mit einer Liste von Änderungen, die ich noch machen muss. Oder
Wenn ein Wunder passiert, geht sie gleich weiter in den Konsolentest. Und ich rechne eigentlich damit, dass ich sie nochmal zurückkriege und noch dies und das und jenes ändern muss. Aber ich bin auch sehr offen für ein Wunder. Meine Waldseekarte ist damals in einem Rutsch durchgegangen, ohne Review. Aber ich glaube, die waren am Ende vom LS19 weniger kritisch als jetzt. Darum rechne ich schon damit, dass sie irgendwas finden, was ihnen nicht gefällt. Ah, Birgit, du meinst, die Birken schauen gut aus im Hühnerstall. Ja, das stimmt. Andersrum das Gebäude, dann kann man die Bäume behalten. Das probieren wir gerade nochmal. Hallo, Wind for World, sei gegrüßt. Also, dann hüpfe ich da nochmal hin. So, und dann gucken wir erstmal, was hier... Hier ist dann, glaube ich, nur Gebüsch. Ja, und solche... Solche kleinen Bäumchen, obwohl das ist, glaube ich, alles Gebüsch. So. Dim, 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 dim. Da muss man halt auch nur gucken, wie man dann füttern kann, aber das sehen wir gleich. So. Wie rum ist es jetzt? Jetzt ist es so. So. Ah, das gäbe dann Probleme mit dem Spawnpunkt für die Eier. Weil das wäre dann mitten im Garten und dieses kleine Silo, wo man füttert, würde dann auf den Weg ragen. Und so rum würden die Eier auf dem Weg spawnen. Da würde ich sagen, damit kann man leben. Und hier dieser Fütterpunkt ist an der Stelle, wo er eigentlich den Garten nicht stört. Und jetzt schauen wir mal. Tja. Hier hätte ich schon gerne eine ausreichende Durchfahrt. Also ich würde sagen, eine Birke müsste schon weg. Die große. Aber die kleine, die könnten wir lassen. Dann hätten wir wenigstens eine Birke im Hühnerstall. So, Mario. Du fragst, ob es möglich ist, für Konsole einen Stall zu modden, wo man junge Tiere großziehen kann. So, ich nehme an, du meinst junge Tiere, die man auch als junge Tiere sieht. Ich glaube, als Mod geht es gar nicht. Jetzt im LS22. Und als Karte könnte ich mir vorstellen, dass es mit viel Glück geht. Weil in Karten kann man sehr viel mehr machen als in Mods. Warum auch immer. Aber einige Sachen kann man halt auf Karten machen und in einem normalen Mod gehen die nicht. Aber ich weiß nicht, ob es geht. Ich wüsste zwar, sagen wir mal, wo man das ausprobieren kann, an welcher Stelle in den Spieldateien und so. Aber wenn man Pech hat, dann geht's nicht. Ich habe ja auch probiert, die Pferde auf der Hinterland wertvoller zu machen, so dass man da nach 3 Jahren dann 30.000 für kriegt. Und ich habe die Stelle gefunden, wo man das eintragen muss und ja, was man da hinschreiben muss. Ich habe das alles brav gemacht und das hat er aber einfach komplett ignoriert. Das heißt, ich habe es dann wohl doch nicht richtig gemacht oder vielleicht geht's auch gar nicht. Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt schon andere Modder gemacht hätten. Für die Wunzig werde ich es aber nochmal probieren. Da werde ich mir dann einfach ein paar Tage Zeit nehmen, um alle möglichen denkbaren Varianten auszuprobieren.
jetzt erstmal mit den Pferden, dass die teurer sind. Und mit Jungtieren, ja, ich würde wahrscheinlich irgendwann mal, aber vielleicht nicht schon für die Wunzig, probieren, die vorhandenen Tiere einfach nur mal kleiner zu machen und zu gucken, ob das geht. Weil das ist nicht so schwierig. Und wenn das dann ginge, dann könnte man die noch ummodden, dass zum Beispiel die Kälber aussehen wie Kälber und nicht wie groß, klein gewordene Milchkühe. Aber das wird noch eine Weile dauern, bevor ich es überhaupt ausprobiere. Oh, Björn, die Stara Estrella kann eine Fruchtsorte sehen, die sich irgendwas mit Japanisch nennt. Welche Map kommt dafür in Frage? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Fruchtsorten, die Sämaschinen im LS22 aussehen können, die hängen von der Karte ab. Und man muss halt dann auf der Karte nicht nur eintragen, irgendwas mit Japanisch, sondern man muss hier auch das ganze Modell bauen. Also hier, wie es aussieht, wenn es abgeerntet ist, wie es aussieht, wenn es reif ist, wie es aussieht, wenn es klein ist und, und. Und muss da alle möglichen Einträge machen. Und dann ist es für die Sämaschine nur ein kleiner Eintrag. Hallo Kiam, sei gegrüßt. Und selbst wenn die Sämaschine in echt irgendwas Japanisches sehen kann, kann sie das im LS nur, wenn das halt auf der Karte auch fest eingebaut ist. Kiam, habe ich dich gerade eben schon begrüßt oder noch nicht? Wenn nicht, dann sei gegrüßt. Wenn doch, ja, dann könnt ihr jetzt mal alle den Kopf schütteln über mein kurzes Gedächtnis. Oh, Wind for World. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es auch wieder auf 10 begrenzt ist mit den Helfern. Ich könnte es mir zwar vorstellen, aber ich weiß es nicht. Und Kiam, gut. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich dich immerhin schon begrüßt habe und schüttel den Kopf über mein kurzes Gedächtnis. Und Sexperience, ja, normalerweise spiele ich immer alleine. Birgit, genau, doppelt gemoppelt hält besser. Ich denke mir auch, lieber zweimal als übersehen. Ah, japanischer Rettich, das ist ja prima. Da braucht man dann bestimmt auch eine extra Erntemaschine für. Im Mod-Hub. Und die. Die Sämaschine im Mod-Hub kann diesen japanischen Rettich sehen. Dann müsste im Prinzip diese Fruchtsorte da mitgeliefert werden. Oh, Sexperience, du würdest mir gern mal deinen Hof zeigen, den du mit deiner Frau betreibst. Kannst du gerne machen. Wir haben ja einen Discord und da gibt es auch eine Bilderecke, wo man Bilder hochladen kann. Während der hier auslädt, schreibe ich dir mal meinen Discord-Link. Zack, Discord. Oh, er tut's nicht. Dann muss ich wohl mein Streamlabs mal wieder aktivieren. Mal gucken. Manchmal schaltet sich das von selber aus, der Schlingel.
So, jetzt will der auch noch, dass ich mich einlogge. So, aber gleich kommt er, mein Discord-Link. Jetzt nochmal Discord. Jawohl. Ja, da kannst du dann mit Discord reingehen. Also man braucht dazu dieses Discord-Programm oder App. Und ist es etwa voll, die Hirse? Ja, sowas. Überhaupt sollte ich mal den Kornschieber ändern. So. Ja, es ist offensichtlich voll. Na gut, dann kommt der Rest ins Silo. Die Map, die heißt Sankt Kalle. Ist eine schnuckelige kleine Map vom Modder Kalle. Tja, das habe ich wohl nicht so gebaut, um hier regelmäßig durchzufahren. Nun ja. Oh. Da habe ich mich jetzt hier aber schön verkastelt. Und zurücksetzen ist hier auch nicht mit dem vollen Hänger, der ist dann nämlich leer. Abkoppeln, starker Bauer. Genau, abkoppeln, starker Bauer. Die guten Tipps aus dem Hintergrund. So. Benny, dir auch einen schönen Abend. Mach's gut, schlaf gut. So. Ja, und Helfer F ist fertig. Dann gucken wir doch mal. Ja, da passt noch was rein. Vielleicht passt ja der Rest der Ernte rein. Dann lasse ich den hier erstmal stehen und flitze zum Mähdrescher. Ja, das passt noch in den Hänger. Kiam, ja, ich finde auch die Frühling, die ja hier auch vom Modder Kalle gemacht wurde, und die Mini-Brunnen vom Top Ace, die passen hier alle recht gut zusammen. Das sind kleine, schnucklige, liebevoll gemachte Karten. Und ich hoffe, dass ich dann meine Wunzig da auch mal einreiht in die Gruppe der kleinen, liebevoll gemachten Karten. Aber die wird jetzt noch ein paar Monate dauern. Oh, Mario, ja, das wäre auch schön. Ein Beet, wo Blumen wachsen, die man verkaufen kann. Ich glaube, es gibt sogar schon Gewächshäuser für Blumen. Aber ich denke mal, da kann man bestimmt noch was machen, so mit Beet und die dann auch schön aussehen, die Blumen. Dann müsste man natürlich auch Verkaufsstationen machen für die Blumen. Was ja keine große Mühe ist, ein Marktstand mit Blumen und ein vielleicht ein Blumenladen oder so. Das wäre schon schön.
Ja, Kiam, das freut mich, dass du schon gespannt drauf bist. Ich freue mich auch schon ganz doll. Ich arbeite ja an so einer Reihe von Dorfhäusern. Und wenn der erste Prototyp mit seinen ganzen Varianten mal fertig ist, dann will ich mal wieder einen Stream machen mit der Wunzig, wo wir dann das ganze bisherige Dorf abreißen und alles ja nicht neu fertig machen, aber schon mal so neu skizzieren, so nach dem Motto, okay, hier machen wir dann dies hin und da soll diese Art von Dorfhäusern hin und so weiter. Und dann würde ich die anderen Dorfhäuser bauen. Ah, Alvin, es gibt ein Gewächshaus mit Blumen. Ja, dachte ich auch. Ich glaube sogar von Alien Jim. Und Björn, der japanische Rettich lässt dir keine Ruhe, gell? Ich guck mal im Mottab, ob ich da irgendwas finde. Estrela. So. Ah ja, es ist auf jeden Fall eine Legemaschine. Dann ist es, glaube ich, nee, schon Weizen. Also normale Sämaschine. Ehrlich gesagt finde ich das schon etwas merkwürdig. Nee, Einzelkornsätechnik. Wie? Einzelkornsätechnik, aber kann Weizen und Gerste, Hafer, Raps säen? Das ist ja merkwürdig. Als Einzelkornsämaschine? Naja, theoretisch kann man das machen. Aber dies mit diesem japanischen Rettich. Vielleicht ist das ein Übersetzungsfehler. Weil mir fehlt hier der Ölrettich. Und die normalen Sämaschinen, die können Ölrettich säen. Vielleicht wird der woanders manchmal japanischer Rettich genannt. Und dann wurde das jetzt irgendwie falsch übersetzt. Weil Ölrettich ist hier nicht in der Liste drin. Und für andere Fruchtarten, das muss in der Karte verbaut sein. Das kann man nicht einfach eine Sämaschine machen, die eine beliebige andere Fruchtart macht. Weil es wird in der Karte festgelegt, welche Fruchtarten von Sämaschinen gesät werden können. Ölrettich heißt er. Ja, Mario, ja, die Altes Land, die ist, glaube ich, auch ganz nett. Also so klein und schnuckelig. Ah ja, okay. Also der Helper hat gerade mal im Hintergrund geguckt und der Ölrettich ist das gleiche wie japanischer Rettich. Gut, also es ist die gleiche Pflanzenart und insofern halte ich das einfach für einen Übersetzungsfehler. Und bei den Direktsaat-Sämaschinen. Nee, das ist nicht bei den Direktsämaschinen, sondern bei den Einzelkornsämaschinen ist es drin. Das ist möglicherweise ein Zuordnungsfehler. Weil die Sachen, die Einzelkornsämaschinen sehen können, die kann die ja nicht. Also Mais und Sonnenblumen und sowas.
Ja, ist wohl ja die Einsortierung nicht korrekt erfolgt. Ja, ich denke, das kann schon leicht mal passieren, wenn man ein nicht-deutscher Modder ist. Dann übersetzt man halt mit Google Translate und dann kommt halt sowas dabei raus. Wenn ich jetzt, sorry, liebes Auto, wenn ich jetzt polnische Mod-Texte machen würde, dann würde da bestimmt auch der größte Murks bei rauskommen. Jo, ich glaube, ich bringe den Mähdrescher jetzt hier noch zum Feld und dann mache ich für heute mal Schluss mit dem Stream, weil ich schon einen rauen Hals kriege vor lauter Quatschen und ich will noch Vorstellungsvideos für die Hinterland machen, damit die bereit sind, wenn die Karte mal erscheint. Und sieht ja jetzt so aus, als würde es bald ernst werden. So. So, mit dieser Folge sind wir am Ende dieses Livestream-Replays angekommen. Ich freue mich schon auf den nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.